Herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt Mario aufstehen. Ja, hi Volo. Ah, hi. Nach dem Anfang schon gar keinen Bock mehr. Das dachte ich mir. Ja, Mario Galaxy steht an. Wahnsinn. Das ist ein schönes Spiel. Cornel letztens, ne? Müsst ihr euch mal reinziehen. Der hat das ja das erste Mal gespielt im Stream. Und der war so himmelig und nervös und hat mir dann richtig von Galaxy erzählt. So, und wie toll das ist und so. Ich dachte mir so, ja, stark. Neues Mario Game raus, Alter. Hab ich vor elf Jahren hatte ich ähnliche Feelings. Ja, ich glaube, es ist immer noch länger her als 11 Jahre. Ich weiß es gar nicht. Was muss ich machen? Ich gehe mal in die Recherche, ne? Ja. Super Mario Galaxy. Ansonsten, ne, für weitere Informationen, sucht einfach den Kommentar von Let's Play Magus hier unter dem Video. Nee, kriegt jetzt die heiße Information. So, die Wii-Originalversion erschien ursprünglich in Japan am 1. November 2007 und bei uns dann ein paar Tage später am 16. November 2007. An dem ich es mir auch direkt gekauft habe, tatsächlich. 16. November 2007. Mhm. Alter, da war also ich 17. 13 Jahre her. Da war ja? Ich einfach 17. Ja, stark. Da war ich 21. Crazy, ne? Die Zeit. Wo ist sie? Eine gute Zeit. Ich weiß es noch genau, Cornel. Das ist ja das Ding. Bei Mario Galaxy sage ich immer, dass ich noch genau den Tag weiß, wo ich es gekauft habe. Wir sind mit Kumpels in den Mediamarkt gefahren. Mhm. Und zwar habe ich mir dann Mario Galaxy gekauft. Ratchet & Clank, das neue für die PS3. Und die Assassin's Creed Collector's Edition mit einer Figur. Ja, und Assassin's Creed 1, alles an dem Tag rausgekommen. Und danach sind wir noch zum Kumpel gefahren in der Garage, haben ein bisschen an der Anlage gebastelt vom Auto. Und abends bin ich dann nach Hause und habe die Spiele gespielt. Das war so nice und es war auch schon kalt und so. Oh, es war so geil! Ich würde gerne an diesen Tag zurück in meinem Leben, ey. Wirklich. Ja. Richtig guter Tag, ey. Da war ich auch noch dünn. Ja, bist ja auch bald wieder. Nee. So viel Hunger, wie ich aktuell habe und so. Ist gerade richtig schlimm. Guck mal, wie viel du schon geschafft hast. Es geht auch weiter. Nee, und jetzt, wenn du das Wochenende kommst, Alter, das wird richtig, richtig schlimm. Und ich habe Angst, dass ich davon nicht mehr runterkomme. Doch. Habe echt Angst. Momentan. Wir machen am Wochenende ja auch so viel Action. Ne? Du wirst nicht. Tag lang. Nein, Sonntag geht's ja weiter. Und dann die ganzen Aufnahmen und so vorbereiten. Ne? Kochvideo vielleicht. Du wirst so viel Bewegung haben wie noch lange nicht in deinem Leben. Oh shit. Ja, gut, vielleicht ist es ja wirklich so. Ja. Ja, aber so viel dazu, liebe Freunde. Aber jetzt erstmal hier, Rosalina ist ein Hottie, ne? Das wissen wir alle. Ja, ist sie geil vorne oder nicht? Ja, ne. Ich mag halt die Haare. Ich sag, es sind die Haare. Ja, aber magst du, dass das eine Auge verdeckt ist? Ja, das finde ich ein bisschen das geil. Das mach mich scharf. Ja? Ja, mach mich scharf. Wenn die jetzt so magst, okay. Ja, was? Ansonsten, was soll mich sonst scharf machen? Die ist zum einen zu groß für mich, ganz eindeutig. Stimmt. Und ne? Das Kleid gefällt mir auch nicht sonderlich. Nicht? Aber sie ist eine richtig schöne Skinny-Bitch, ne? Wahrscheinlich, ne? Das ist so, Alter, Kleid die ist ja aber skinny as fuck. Unter dem Kleid kann man viel verstecken, ne? Ja, aber du siehst auch blass. Die Arme, wie dünn die sind. Und so blass ist stark. Blass ist sehr stark, ja. Ja, deswegen, also... Ja, schon. Im echten Leben fände ich mit Sicherheit auch angenehm, ja. Ja, es gibt beim echten Leben weiß ich nicht, weil das Ding ist halt, wenn man mal nach Rosalina Cosplays oder so googelt, ne? Du denkst immer, das ist ein Typ. Ja, das ist ganz verrückt. Also bei Rosalina ganz wild. Denkst du immer, das ist wahrscheinlich ein Typ. Ich weiß nicht, ob das gerade legit ist, was ich hier angucke. Ja, es ist immer schwierig, ey. Wenn man nicht weiß, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Aber man es trotzdem geil findet. Belastend. Nee, ist dann auch nicht geil. Also man denkt sich schon ziemlich sicher, das ist ein Mann. Aber es ist wahrscheinlich eine Frau. Aber irgendwie hat das sowas an sich, dass die immer aussehen wie Männer. Ja, yeah, one up. Stark. So. Guck mal, da ist wieder ein Speed dran. Ja, nee, ich habe gestern eine Let's Play Szene gefunden,
Die war richtig wild. Okay, warum? Die war einfach, das war einfach zu wild. Ich habe gestern Abend, dachte ich mir, aus irgendwelchen Gründen hatte ich Schmacht auf Earthworm Jim 2. Ja. So, dann habe ich einfach mal nach Earthworm Jim 2 ge-YouTubed auf dem Fire TV Stick. So, und der erste, Alter, das erste, was ich geguckt habe, das war so ein Ami. Und der hat die ganze Zeit nur, also der hat gebrüllt wie am Spieß. In einer Tour. Immer dann so laut am Lachen und alles übertrieben und solche Sachen, Alter, wo du dachtest, Junge, was ist denn? Du bist so komplett behindert. Also du hast nicht gedacht, das ist ein Vollzeit-Streamer jetzt. Der kann auch leben. Ja, der Name kam mir auch bekannt vor. Wie hieß er denn? Aber der ist nicht sonderlich groß. Aber so kam mir trotzdem bekannt vor, weil die Szene an sich, da kenne ich halt ein paar. Der hängt auch mal mit Spike Vegeta oder so. Okay. So. Alter, also das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe. So, dann der zweite, was ich mir reingezogen habe, war dann auch so ein Ami. Der hatte so einen Disclaimer zu Beginn, den er dann vorgelesen hat. Und wo jedes zweite Wort fucking und Kant war. Wo ich mir dachte, es ging dann darum, ja, du scheiß Fotze, du guckst jetzt ein Let's Play. Und wenn du gespoilert wirst, du scheiß Fotze, dann hast du Pech gehabt, Hurensohn. Alter, was ist denn jetzt los? Dann dachte ich mir auch, okay, wo bin ich jetzt gelandet? Dann war es vom Let's Play ja einigermaßen okay. Bis auf, dass er dann auch ab und zu so Ausbrüche hatte. Wo er der Meinung war, also irgendwie das Wort Yeast oder so ist ein lustiger Gag. Dann immer Yeast, Yeast, Yeast! Aber ansonsten war es einigermaßen in Ordnung. Aber auch, oh Gott. Dann habe ich noch mal weitergesucht und Wollo You gefunden. Und da muss ich sagen, das Wollo You Let's Play war auf jeden Fall am besten mit Abstand. Mit gebührendem Abstand. Hast du dir das aber angeguckt? Es war schon, ja, den ersten Part zumindest. Habe ich mir von Wollo Wizard EP so ein bisschen angeguckt, ne? Wie alt ist denn das? Wann hast du das gemacht? Boah, warte, ich guck mal nach. Das ist schon ein paar Jährchen her. Echt? Ja, ich habe mehrere, ne? Was vom Jim habe ich auf meinem Kanal dreimal. Ach, echt? Ja, klar. Ach so. Was vom Jim 2, Wollo You. Da habe ich einmal vor 3 Jahren mit Fully und Mock Let's Play zusammen. Und vor 6 Jahren, vor 6 Jahren habe ich mir angeguckt. Das war aber schon ganz gut, muss ich sagen. Also vor 6 Jahren war ich eigentlich schon, da war ich noch so ein lieber Junge, ne? Ja, ja. Da war auch so ein bisschen dann noch über das Spiel erzählt, wie ich das so kennengelernt habe. Lieber Junge halt. Ich glaube, das ist ja ein Lieber. Wollo so, war ein lieber Junge, das kann man sich nicht vorstellen, aber... Und dann habe ich noch ein Let's Play gefunden. Okay. So, von einem Deutschen. Das ist der Typ, mit dem Sozi jetzt immer rumhängt. Und mal, so mit, Okay, das kenne ich nicht. Ja, mit dem macht er ab und zu Streams und so. Okay. Das redet hier und wieder mal mit. Sozi streamt noch? Ja. Okay. Und Alter, der ist so schlecht in diesem Spiel. Das war einfach so dieses Oldschool-Let's Play, ne? Wo einfach 3 Parts lang das gleiche Level gezeigt wird, wie er da 3-mal drin Game Over geht. Einfach 45 Minuten im gleichen Level. In 45 Minuten spielt das ganze Spiel eigentlich. Wie viele Aufrufe hat man mit so einem Spiel? Mit so einem Video? Also meins von vor 6 Jahren hat 4.429 Aufrufe. Part 1. Und das mit Moggy und Fully von vor 3 Jahren hat 6.827 Aufrufe. Und das von dem Typen? Das hatte irgendwie, ich habe dann beim 5. Part irgendwann, habe ich aufgehört zu gucken. Du hast hier 5 Parts angeguckt. 5 Parts habe ich mir reingezogen, ja. Und das hatte 96 Aufrufe. Und mein Gedanke, das weiß ich noch so genau, weil mein Gedanke war, Alter, 96 Leute haben sich die Scheiße einfach reingezogen. 96 arme Seelen, die das ertragen mussten. Die Frage ist halt, wie die Zuschauerbindung war, ne? Ja, durch mich 100% in dem Moment. Stark. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja, Earthworm Jim 2. Oh, ich sehe gerade, es gibt tatsächlich ein Best-of Earthworm Jim 2 Jimmy-Runde von der 2016er-Version. 55 Aufrufe, Mario-Fan-Best-ofs. Ja, richtig Bock. Ach ja. Auf jeden Fall, es war wild, Freunde. Es war richtig wild, der Abend. Ich dachte. Das alles ohne Kräuter? Ohne Kräuter tatsächlich. Naja, das ist auch mit kein Kräutern wäre stark gewesen, eventuell. Wahrscheinlich. Ja. Aber wenn du, ja, weißt du, ich habe halt momentan das Problem, ich habe keine Serie zum Gucken. Ich wollte gerade sagen. Ich sitz krass auf dem Trockenen.
Und ich habe nichts. Und dann war auch kein Stream. Über es mich, war nichts. Über mich wird gelacht, weil ich Köln 5667 gucke, ne? Und Wallo, der sitzt da und guckt sich aus vom Gym 2 von irgendwelchen geisteskranken Amerikanern sich selbst von vor 6 Jahren und so einem Typen, der halt Let's Plays aus 2005 macht. Weißt du, und über mich wird gelacht, Alter. Ja, aber das tue ich doch, weil ich schon alles gesehen habe, Kornel. Ja. Das ist das Problem. Deswegen, du machst das, obwohl du noch nichts gesehen hast. Deswegen mag ich ja sowas wie Köln, weil da gibt es ja im Grunde kein Ende. Ne, das ist ja das Schöne. Ja. Da kommt dann immer wieder ein Neues. Täglichen Content hat, ne, so wie früher, so einen täglichen Part. Ja, das ist halt das Ding. Das mag ich halt. Ne? Immer täglicher Content. Game Dev Tycoon gucke ich auch die letzte Zeit in meiner Verzweiflung. Let's Plays wieder. Da habe ich unter anderem auch dein Let's Play gefunden, aber dann dachte ich mir so, nee, das guckst du jetzt. Warum? Das guckst du jetzt nicht. Keine Ahnung, weil das habe ich ja schon mal gesehen. Ja. Safe. Wahrscheinlich, okay. Aber ich würde mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich ja nicht mal an meine eigenen Let's Plays Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so gemacht habe alles. Das ist halt immer voll geil, wenn man seine alten Sachen nochmal guckt. Das ist so, okay. Ich müsste mal so einen Abend, so einen Stream-Abend machen, wo man einfach die ganze Zeit alte Let's Play von sich selbst guckt. Ja. Wäre vielleicht eine interessante Sache. Wirst du lieben. Vielleicht mache ich das heute. Ja. Eine gute Idee. Einfach mal die alten ersten Parts gönnen. Die ganzen Sachen. Mal gucken, was man für ein lieber Junge war. Und mal gucken, wie man immer weiter abrutscht in dieses. In diese andere Art. Ja, ne, der Wollo war früher ein richtig zurückhaltender. Aber du hast dich ja auch gut entwickelt. Also, es ist ja nicht alles schlecht. Du bist halt manchmal ein bisschen zu eingebildet heutzutage, ne? Aber früher war anders. Das soll das Image halt sein, aber ne? Das mache ich mit Absicht. Also, Leute, falls sich jemand fragt. Ich bin gar nicht so eingebildet, aber ich mache das mit Absicht. Aber manchmal bin ich auch so überzeugt von mir. Also wenn ich andere Leute sehe und dann mich, dann finde ich mich schon viel besser. Ja, halt bist du Ding. Ja auch. Und das Ding ist halt, ja. Ihr müsst halt, ne, heutzutage übertreibt er manchmal ein bisschen seine Rolle. Ne? Aber früher war halt richtig schlimm, weil er dann, da hat er was richtig, war richtig nice und er war immer so, oh, ich bin nicht so gut. Ne, da war er wohl immer so ein bisschen Probleme, mal auf sich stolz zu sein und so. Stimmt. Ja, das ist auch viel besser geworden. Das ist besser geworden, auf jeden Fall. Ja, da war immer schwierig mit Wallo. Ja. Ja, man, das muss aber, also, in diesen Modus muss man aber auch irgendwann gehen, dass man so ein bisschen überzeugt ist von sich, ne? Gehört vielleicht auch also, zum Erwachsenen. Natürlich finde ich immer noch viele Sachen, ich finde immer noch viele Sachen von mir scheiße. Also, ich merke auch sofort, wenn was scheiße war. So ist es nicht, ne? Ja, klar, aber. Geht ja auch einfach darum, sich selbst zu mögen. Dass die schlimmer sind. Ja. Und dann denke ich mir wieder, ja, dann ist ja okay. Es geht ja auch einfach darum, sich selbst zu mögen und so. Das ist ja auch eine wichtige Sache. Und das war. Ja, das stimmt. Das hatte ich halt überhaupt nicht. Nee. Zu der Zeit. Vorne hatte das schon immer. Der mochte sich schon immer sehr. Ja. Sag nur, das Aladdin-Let's Play. So überzeugt, im Aladdin-Let's Play zu sein, ist schon gruselig, ne? Ja, ich mochte mich schon immer, ja. Ist ja, aber so. Das solltest du auf jeden Fall mal anschmeißen, Cornel. Das ist ein Part vom Aladdin-Let's Play. Ja, ich hätte das nicht mehr so gut im Kopf. Mit dem Wissen, wie geil du das damals fandest. Das war also sozusagen dein Markenzeichen, ne? Damit wolltest du den Durchbruch schaffen. Das stimmt auch nicht. Das hat man ja irgendwie 2 Jahre später, habe ich das da mal gesagt, dass es voll gut war. Da hatte ich das halt nicht mehr so in Erinnerung, wie es wirklich war. Kennt man doch. Nee, damals hast du es auch sehr gefeiert. Das weiß ich nicht mehr. Ja, was machst du denn da? Nee, ich sammle die Dinger. Ja, der andere ist hinter dir. Ganz einen Arsch hinter dir, ganz hinten. Und dann ein bisschen weiter unten. Jetzt nach unten, Cornel. Unten. Ja, es ist... Nee, eine Perspektive. Das wäre andersrum die gleiche Strecke gewesen. Ja, okay. Oh, Leute, hoffen wir, dass die Batterieleistung noch hält, ne? Das bedeutet aber auch, dass du in den letzten Tagen keinen Switch-Handheld-Modus gespielt haben kannst. Ich habe noch nie in meinem Leben im Handheld-Modus gespielt. Aber das macht doch so viel Spaß! Ja, die Fresse, Alter. Was machst du denn dann den ganzen Tag, Cornel? Wir haben Sack spielen. Das ist sowieso eine gute Frage. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich meine, die Köln-Folge geht 30 Minuten. Nee, 45. Ach du Scheiße. Ja, da hast du Content. Ja, die ballern einfach jeden Tag eine Breaking Bad Folge raus. Ja, ist so. Richtig, das liebe ich ja so sehr, ne? Das ist halt dann unter uns, das sind halt immer nur 20 Minuten so.
22, halt richtig traurig. Er leidet dabei eventuell auch die Qualität runter, oder? Ach, die Qualität bei Köln ist... Nein. Köln hat richtig gute Qualität. Okay. erzähl mal. Was machst du so den ganzen Tag? Einmal mal so aus Neugierde. Also ich muss sagen, also tatsächlich mache ich halt viel YouTube und so. Okay. Wobei die letzten Tage habe ich ja jetzt... Ich habe ja... Also letzten Monat habe ich ja richtig viel gestreamt. Ne? Da war ja fast nur am Stream. Das jetzt, ist wahr. Momentan habe ich ja ein bisschen ruhiger angegangen. Aber es wird halt auch wieder wild, ne? Muss man ja dazu sagen. Ich denke ja, Donnerstag und Freitag werde ich nochmal dicke Streams machen und dann ist halt dann erstmal das Wochenende. Das Treffen und so. Oh ja, und dann fängt halt die ganze Rendo-Race-Sache wieder an, ne? Und da werde ich halt auch wieder viel streamen. Du erzählst mir trotzdem nicht, was du den Tag machst. Ja, warte, ja, mach ich doch. Also, ne, das war halt im September der Fall und jetzt momentan spiele ich halt so 6 Stunden am Tag Hearts und Battlegrounds und probiere Elementare zu highrollen, weil es so viel Spaß macht. Alter, der Junge ist so süchtig nach Videospielen. Hearts und Battlegrounds, Alter. Ich habe sogar 10 Euro reingepayt, du auch? Nee, habe ich schon mal gemacht. Aber das ist ja nur eine Saison lang. Ja, ich habe jetzt reingepayt, Alter. Ja, kann ich verstehen. Du hast ja auch noch nie mit Ragnaros gespielt, oder? Nee, noch nicht. Junge, pay rein, Alter! Ich hätte so Bock, ne? Ich hätte so Bock. Alter, die neuen Helden sind alle so geil. Ich sehe das da so, ne? 20 Minions besiegen werden schon stark. Aber... Ja, du musst halt... Machen, ne? Wenn aber warum streamst du dann Battlegrounds nicht einfach? Ich würde gerne einen Battlegrounds-Stream gucken. Guckt doch keiner. Ich guck's. Aber ich pay halt nicht rein, ne? Nein! Ist es soweit? Es ist haben wir einen Part? Ja, wir haben im Grunde einen Part. Einen kurzen, aber ist ja nicht schlimm. Ja, das ist, wie es ist, Leute. Wir können es nicht ändern, ne? Ja, richtig. Ich habe nämlich keinen anderen funktionierenden Controller. Ist halt wirklich so, hat er nicht. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Es wird spannend, ob ich den Boss besiegen kann im zweiten Part. Das ist halt ein Cliffhanger auch wie bei Game of Thrones, ne? Da waren auch immer so dicke Cliffhanger. Das ist wahr, absolut. Leute, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.